Ja, hallo meine Lieben, es grüßt euch der Preußensonder. Ich bin heute nicht allein. Heute ist der kleine Tim auch dabei. Timmy, sag mal was. Er redet nie, man kann es kaum glauben. Nee, das ist der Hund von meinen Eltern. Und ich bin gerade auch in der Garage von meinen Eltern, weil ich bin gerade dabei, meine Wohnung zu renovieren. Aber so richtig komplett Kern zu sanieren, richtig alles super zu machen. Und dadurch werde ich auch wahrscheinlich so die nächsten 1, 2 Monate bei mir zu Hause nicht leben können. Also bin ich bei meinen Eltern schon seit ein paar Wochen. Und ja, wenn der Hund mich sieht, er liebt mich halt. Wer versteht es nicht? Ne? So, Leute, ich will heute ein Video drehen. Genau weiß ich eigentlich nicht genau, was ich jetzt machen möchte, obwohl ich es doch ein bisschen weiß. Ne, zuerst zeige ich euch mal meine Funde, die ich gemacht habe in letzter Zeit, nur ganz kurz, weil um die geht es nämlich nicht. Ja, da ist eine ganze Menge drin. Es sind nicht die Überfunde bei. Ein paar interessante Sachen sind schon bei. Ich glaube, wenigstens eine Silbermünze bei einem anderen Objekt. Weiß ich nicht genau, ob es Silber ist. Aber das geht heute vor allem um die Sachen, die ich mir in der letzten Zeit gekauft habe. Und vor allem um einen Fund von einer Sache, die ich mir selber vor 15 Jahren oder 20 Jahren gekauft habe. Ja, das finde ich sehr erstaunlich. Und weil ich das auch selber ja nicht so richtig einschätzen kann, was das ganz genau ist. Und da jetzt nämlich genau gesagt um diesen Rucksack. Und das ist ein Bundeswehrrucksack. Also das weiß ich schon. Aber was mich eben sehr erstaunt hat, ist, dass dieser Bundeswehrrucksack so alle Anzeichen der Wehrmacht in sich trägt, was so, oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Tragegeschirr und Koppelschloss so in sich trägt. Ne? Hier ist dieser sogenannte Y-Riemen, wie man sieht. Ja, hier wurde er so getragen, der Rucksack an sich. Nee, das stimmt so, nee, so ernst nicht. Also, was ich an diesem Rucksack nicht verstehe, wie er getragen wurde. Weil irgendwie muss ja da das Koppelschloss hier noch mit irgendwie mit zusammengespielt haben. Und ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wenn das jetzt der Y-Riemen ist an sich. Ja, scheiße, ich bräuchte jemanden, der das jetzt gerade noch so hält. Und zum Beispiel dieser Haken in das Koppelschloss eingehakt wird, das kann doch nicht sein, dass der einfach nur so drin klemmt. Ich meine, das wäre ja vollkommen unsicher. Das heißt, das könnte ja jederzeit wieder rausrutschen. Also deswegen verstehe ich nicht so richtig das System von diesem Tragegestell, was allerdings vollkommen eins ist. Und deswegen, ich will da jetzt ja nicht weiter drüber sprechen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht kennt irgendein ehemaliger Bundeswehrsoldat versteht das System und dann könnt ihr mir das mal erklären. Würde ich schon ganz interessant finden, weil ich schon mal über dieses alte Koppel, also erstmal habe ich das alte Koppel der Bundeswehr und ja, ich hatte diese Tragegestell der Bundeswehr auch schon mal so ansatzweise irgendwo gesehen und ich fand das ganz interessant. Jetzt habe ich allerdings wirklich gedacht, ich hätte so eins, verstehst du nicht ganz, ja. Ja, wenn da einer irgendwie eine Idee zu hat, wäre das cool. Was ich in dem Rucksack noch gefunden habe, ist folgendes. So, mein Kleiner, jetzt müsstest du mal gehen oder auch nicht. Nee, eigentlich kannst du auch bleiben. Das sind diese Zeltplan, ja. Einmal ein Strich, kein Strich, das ist eindeutig NVA. Und ich denke mal, das ist auch eine Zeltplane. Ein Strich, kein Strich, nee, natürlich. Na, ja, sind ja keine Striche. Also auch NVA, ne? Was wir ja auch alle wissen, ist, dass die NVA sehr viel von der Wehrmacht übernommen hat. Und oh Leute, es wird ganz schön durcheinander. Ich komme mit Bundeswehr, NVA und Wehrmacht. Aber vielleicht habt ihr es so ein bisschen verstanden. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal anzufangen. Das ist nämlich schon der dritte Versuch, ja? Also ich denke, diese Zeltplan sind NVA. Einmal ein Strich, kein Strich und das andere weiß ich nicht. Wüste oder was? Ihr habt zwar hier in der DDR nicht, aber keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es eben nicht. Ne? Aber was ich euch halt noch zeigen wollte, sind meine Neueinkäufe. Und da geht es um diese Sachen. Ja, das Unwichtigste und Unnötigste, was ich gekauft habe, war dieses Messer. Ja, das war nun wirklich vollkommen unnötig.
einfach, ja, weil das einfach ein Billigprodukt ist. Mich hat das Messer an sich inspiriert, als ich es im Internet gesehen habe. Ja, das fand ich schick, aber irgendwie, weiß ich nicht. Was mich vor allem stört, ist eben die Scheide. Ne? Das ist so eine ganz billige Nylon-Scheide. Hat zwar hier einen Clip, was an sich schon okay ist. Und hier auch noch so eine Öse, dass man sich das sicher an den Gürtel packen kann. Und das ist an sich schon okay. Also, was heißt unnötig? Irgendwie, es würde Tatsache funktionieren, aber ich fand die Messer, die ich dann gekauft habe, viel sinnvoller, ja. Und das werde ich euch mal zeigen. Jungchen, du kannst auch ein Stück zur Seite gehen. Macht ihr nicht. Okay. Ja. Dann als nächstes, was ich schon immer mal haben wollte, war so ein richtiges Outdoor-Messer. Und da habe ich mich auch eine Weile informiert, welches man kaufen könnte. Und da ich ja da so Outdoor-mäßig ich schon unterwegs war, aber jetzt nicht die riesen Erfahrung hatte und mir jetzt auch nicht weiß ich, wie viele hunderte, tausende Euro an den Hacken knallen wollte, habe ich mir jetzt so ein preisliches gesehen, so ein mittelmäßiges Outdoor-Messer gekauft und das wäre dann dieses. Ja, und das nennt sich, wie heißt das? Oh Gott, ich habe keine Brille auf und das ist schon wieder ganz dramatisch. Wo ist meine Brille? Leute, ich muss kurz anhalten. Ich habe leider, ja, super vorbereitet. What mit Wolf? Es geht gleich weiter. So, da haben wir es. Und das ist das Wolfgangs. Ja, und das ist ein Wolfgangs. Ich denke mal, den Cut hat man kaum gemerkt. Ich versuche es euch einfach mal zu zeigen. Ich sage euch gleich, ich bekomme hier irgendwie kein Geld oder so. Als winzigster YouTuber eh nicht. Aber ich finde das erstmal so ganz cool. Ja, auch mit der Art der Scheide. Die Scheide an sich finde ich sehr gut. Und ja, das Messer gefällt mir halt, ne? Da steht drauf, was das ist. Wolfgangs, wie gesagt, da seht ihr auch, was für ein Stahl das ist. Irgendwie mit 400, weiß ich nicht. Leute, ich müsste mir eine Brille aufsetzen, obwohl ich es ja eigentlich aufhabe. Ich sehe trotzdem nicht genau, aber ich möchte jetzt keine Knitter erzählen. Cool an dem Messer ist, dass hier so eine Art Ab- Rutschschutz ist, ja, wenn man irgendwie was schneiden will. Ich mag dieses Messer, auch die Art, wie man das in die Scheide zurückführt, finde ich gut. Und was ich richtig geil finde, ist die Scheide an sich. Oh Mann, jetzt kommt mein Vater. Na, ist egal. Die Art und Weise, wie man einfach die Scheide ans Messer befestigt, an den Gürtel befestigt, ja. Da haben wir nämlich schon auf. Und was jetzt entscheidend ist, du könntest jetzt mit diesen Schrauben auch die Hängeweise des Messers an dem Gürtel bestimmen. Ja, hängt das Messer jetzt quer runter oder längs? Und du kannst, und das hat auch eine Weile gedauert, mit diesen beiden Stiften, die kriegt man nämlich, also diese Längsstifte, die kann man nämlich verschieben. Und wie ihr hier seht, ja, und damit passt man quasi die Scheide an die Breite des Gürtels an. Also das finde ich schon ziemlich genial, vor allem auch für den Preis, muss ich sagen. Finde ich sehr gut, absolut. Und ich habe das ausgetestet, für meinen Gürtel passt es nämlich genau so. Du könntest die aber auch weglassen, wenn dein Gürtel breiter ist oder eben auch eine dieser Schienen enger stellen, ne? Also finde ich absolut genial, muss ich sagen. Und wie gesagt, dieses Messer hat 39 Euro gekostet. Das ist jetzt keine Rieseninvestition, aber ich finde sie gelungen und durchaus okay. Ja, und dann ein bisschen lustig, oder weiß ich auch nicht, wie ich jetzt sage, ob das lustig ist. Also das hat mich total angemacht. Das ist ein russisches Produkt, ja. Ja, und das ist wie folgt gedacht. Das war als Survival-Schaufel, wie auch immer, bei Amazon bepriesen. Und da ging es eben auch darum, dass das eine kleine Schaufel ist. Und die ist wirklich klein, gerade wenn er meine Hand sieht. Aber ich finde eben gerade beim Sondeln und Graben, wo ja eh die meisten Objekte eher sehr klein sind, ja, brauchst du gar nichts Größeres. Und hier ging es eben darum, Jungchen, was ist denn los? Er ist aufgeregt, Herrchen ist gekommen.
geht es ihm darum, dass man auch sagt, man könnte jetzt diese Seiten anschärfen, das kannst du auch Tatsache machen, und dann wäre es nicht nur eine Schaufel, dann wäre es eben auch ein Messer oder ein Spaten oder im allerbesten Fall eben auch ein Speer. Also so eine Allround-Survival-Waffe, Outdoor-mäßig, und so, auf sowas stehe ich ja. Und das Metall ist Titan. Ja, das Ding war auch nicht ganz billig, muss ich dazu sagen. Ich sage den Preis jetzt nicht, ist ja auch, weil das egal ist. Ich fand es ganz interessant und deswegen habe ich das geholt. Ja, und dieses Messer, das ist nun wieder, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich ein bisschen unnötig. Ich fand es einfach ein bisschen cool, auch vom Aussehen her und auch von der, vom Material her. Das konnte ich natürlich beim Aussuchen noch nicht feststellen, aber mir hat das irgendwie schon gefallen. Und das ist, wie heißt das? Da seht ihr das, Professional, keine Ahnung. Also das fühlt sich sehr wertig an. Und das hat im Übrigen den gleichen Befestigungsclip wie das Wolfgangs, ja. Also das Messer finde ich cool. Das ist schön klein, einfach von der Größe im Vergleich zum Wolfgangs her, was ja auch schon nicht groß ist, ja. Aber so ein kleines Messerchen bei sich zu haben, ohne irgendwie aufzufallen und so weiter, deswegen dachte ich, ist das auch eine ganz gute Idee und deswegen hat mir das gefallen. Ja, so Leute, jetzt muss ich mal jetzt kurz anhalten, es geht gleich weiter. Läuft's denn jetzt? Ich muss kurz gucken. Geht nicht anders. Ja, es läuft. Ja. Ja, es läuft. Okay. Leute, das war die ganz kurze Produktvorstellung von den Dingen, die ich mir gekauft hatte. Wie gesagt, ich finde das Teil sehr interessant. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe auch extra für diesen, ja, was soll ich denn sagen, Schippe, Survival, Abwehrmesser, Spaten mir auch schon einen Stiel bestellt. Ja, dieses Messer, ja, weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, auf das Teil einfach gestanden. Ich fand das irgendwie cool. Das ist so klein und massiv und das ist es wirklich, ja. Und ich finde es ganz cool, dass man das so am Gürtel tragen kann, aber eben auch so. Ne, das macht man dann halt, wie gesagt, wie bei dem anderen Messer. Ne, erstmal ist ja logisch, wie sich das befestigen lässt. So, ne, klippt man zusammen. Und du kannst dann anhand dieser Schrauben entscheidet man dann halt, ob man es so trägt oder halt so trägt. Also das finde ich, diese Befestigungsart, die wird nicht neu sein. Ja, ich behaupte ja auch nicht, dass ich ein Profi bin, überhaupt nicht. Ich habe das so nicht gekannt und ich finde das sehr cool. Also absolut cool, diese Befestigungsvariante hat mir Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch dieses Messer geholt, obwohl ich diese zuerst hatte. Und dieses Messer ist eben ein Survival-Outdoor-Messer. Und da gibt es überhaupt nicht mehr dazu zu sagen. Das gefällt mir sehr. Wenn ich an dem Messer was aussetzen möchte, ist, dass ich etwas finde, dass der Griff zu kurz ist. Guck mal, ich bin ein normaler Mann. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich habe normal große Hände. Ich habe normal große Füße. Ja, 43er. Ja, bei Schuhen halt eine Größe 43. Also ganz, alles ganz normal. Und dafür finde ich den Griff einen Hauch zu kurz. Aber ja, das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß, ich habe über dieses Messer ganz viel im Internet gesehen. Da gibt es drei verschiedene Ausführungen. Das ist das Wolfgangs 2. Es gibt noch eine bessere Ausführung. Das ist das Wolfgangs, man kann es kaum glauben, 3. Da ist dann noch eine Klinge mit bei. Und da kannst du noch mit Feuerstahl. Im Übrigen ist diese Stelle hier oben auch für Feuerstahl geeignet, die ist extra geschärft, also diese Kante ist wirklich scharf und ist für Feuerstahl geeignet. Schade, halt nicht eher dran gedacht, sonst hätte ich euch gezeigt, dass hier mit auch ein Feuerstahl funktioniert. Ich finde, ohne extrem Survival Outdoor-Ahnung zu haben, obwohl ich bin ein alter Angler, ich bin seit 20 Jahren in der Natur. Ja, habe mich aber mit diesem Thema noch nie so wirklich interessiert. Ich schon denke, dass das ein gutes Messer, ein gutes Outdoor-Survival-Messer ist. Das glaube ich, obwohl ich es nie benutzt habe. Aber ich war eben auch schon viel in der Natur, habe viel Feuer gemacht, habe viel mit Äxten und weiß ich womit rumhantiert und rumgeaxtet und Kleinholz gemacht, schon als Kind. Ja, das fand ich von meinen Eltern schon immer sehr cool. Wir hatten halt immer ein Grundstück hier in Ostdeutschland, Ostberlin.
Meine Eltern haben mich schon immer mit Äxten rumhantieren lassen und da war ich noch keine 10 Jahre alt, ja. Ist kein Witz, ja. Und ich konnte schon immer Feuer machen und deswegen habe ich da so ein Grundverständnis für und ich kann das, glaube ich, gut beurteilen, ob sowas gut ist oder nicht. Und wenn jemand ein Anfangsmesser braucht, ohne jetzt, wie heißt das hier, Seven versus Wild, ja, dann wäre das vielleicht nicht das richtige Messer, weil ein bisschen zu klein ist, das müsste ein bisschen länger, ein bisschen größer, schwerer sein für so eine Extremsachen. Aber wenn ich mal eine Nacht im Wald verbringen wollen würde, glaube ich, ist das ein sehr gutes Messer oder so für die Allgemeinheit. Das ist sehr scharf, ist es jetzt schon, ohne dass man es anschärfen musste, ist es wirklich. Und da kannst du halt mal ein Stück Brot absteigen oder mal deinen Speck ein bisschen klein häckeln. Ist alles super. Ja, so. Und das sind so die Sachen, die ich ansonsten, das sind so meine Sonderfunde. Ja, kann ich euch jetzt vielleicht als besonderes kurz rausgreifen. Das ist mein Silberstück. Das ist alles, Leute, das ist alles nichts ganz Besonderes. Ja, 48. Entaler von 1775, glaube ich. Das ist mein vergoldeter Ehering. Ist das nicht, aber ist das nicht abgefahren, ey? Wie der innen noch so vollkommen golden ist und außen ist eben na, natürlich, weil er wahrscheinlich über 100 Jahre im Wald lag, ist das Gold eben weg. Aber ich finde, das trotzdem ist doch ein geiles Fundstück, oder nicht? Ja, es geht ja nicht immer nur um den Wert. Aber ich will das euch nicht alles schon vorher zeigen. Das ist eine sehr geile Fahrradklingelglocke. Hat mich total gefreut. Wisst ihr, wie schwer das Ding ist? So, seht ihr? So, das sind so die Sachen. Da kommen aber auch noch ein paar dazu. Ja? Ey, Leute, 16 Minuten. Ich finde, 16 Minuten ist ein gutes Video. Das darf immer nicht viel länger sein, denke ich. Ne? Ja, ihr seht, der Preußensonder hat eine Brille auf. Ja, ab einem gewissen Alter braucht man das. Ab 35. Timmy, sei ruhig. Na, so sieht's aus. Also, meine Lieben, ich muss dieses Video sichten. Ich weiß nicht genau, ob ich es abschicken kann. Am Anfang war es ein bisschen, da bin ich nicht so richtig drin gekommen. Das habe ich gemerkt. Jetzt am Ende lief es besser und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es grüßt euch mal wieder der Preußensöndler und demnächst auch mal bald wieder. Ja, okay, macht's gut, ciao.